Do Darfiva Saga? Ja, ist okay. Jetzt fang halt mal an. Ah, gut. Weißt du, ich hab so langsam keine Lust. Jede Mal zieht die mit mir an Kasse dem gleiche ab. Aber jetzt ist genug. Was glaubt die, wer ich eigentlich bin? Ein kleiner Dummkopf oder was? Lamm. Sagst du deine Frau diese? Wenn die will, dass ich noch in die... Bist du überhaupt? Was soll diese Frage jetzt? Ich bin doch der Mahmud. Kenn ich nicht. Was? Ich bin der Mahmud, dein Schwager, und Lam. Was willst du von mir eigentlich? Ich hab dich hier noch nie gesehen. Was ich von dir will? Also gut, ich fang für dich ganz von vorne an. Deine liebe Frau. Welche meinst du denn? Ich hab ganze Harem voll, weißt? Herr Burak von Aldi Kasse. Die bissele Verrückte, weißt du? Ah ja, die. Die kassiert immer so schnell und stapelt alles, bis alles fällt auf den Boden. Ja, und jetzt? Ich kann so einfach nicht mehr gehen einkaufen bei Aldi. Wieso nicht? Also gut. Letzte Woche hab ich da einen Unfall gemacht bei meiner Arbeit. Bin ich ausgerutscht und auf den Boden gefallen. Mein Arzt hat jetzt sagen, dass dem mein Rücken ist total kaputt, weißt du? Mahmud, Mahmud. Kannst du nicht aufpassen? Du Affe-Gesicht. Wie soll ich das Burak bloß erklären, dass sie langsamer kassieren soll? Die reißt mir bestimmt den Kopf ab. So wie letzte Woche, als ich ihr vorgeschlagen habe, dass sie sich den Arsch absaugen lassen soll. Weißt du, die hat es auch geschafft, dass der ganze beschissene Harem nicht mehr mit mir geredet hat. Ganze Woche lang. Es tut mir leid. Gut. Also, Mahmud, ich werd Burak sagen, dass sie ein bisschen langsamer schaffen soll, wenn du da bist, okay? Und wenn sie es vergessen sollte, komm schon einfach bei mir vorbei und dann schwätzen wir nochmal darüber, okay? Danke, Köfte. Köfte! Was für ein Vollidiot. Meine Fresse. Kommt hier einfach rein und labert mich voll und dabei kenne ich den gar nicht. Und wer ist Burak? Mann, Arschloch.